Was geht da hinten los? Hab Angst. Geh eine Karte ab und ziehe dafür zwei neue. Dafür eine neue, also. Was? Daher kenne ich die also. Bin mir nicht ganz sicher, was ich hier tue, was ich mache so und ach Gottchen. Warte, wie passt hier nochmal so? Ja! Ja, hier geht nach hinten los. Ich habe eine Runde gewonnen. Erstaunlich. Bin am Zug, sehr schön. Müsste ja jetzt eigentlich nur noch einmal gewinnen, ne? Ist alles offen. Da gibt es auch ein Mobile Game von einem Minispiel hier. Echt? Ich weiß, dass auf. Ach du grüne Neun. Ich weiß auf jeden Fall, dass das ist. Bei Steam auch einer. Auch ein Game gibt. Sicher, was ich hier gerade tue. Ich bette einfach nur noch um die Punkte. Gibt's auch fürs Handy und iPad. Ach du grüne Neune. Ich bin hiermit schon überfordert. Kannst du nicht besser. Ja, ja, Runde gepasst. Ich weiß, du hast gewonnen. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich guck, war aber gar nicht mehr so schlecht. Ich meine, wir haben einmal gewonnen. Du hast zwar nicht ganz verloren, aber du musst an deiner Technik arbeiten. Ja. Komm doch mal wieder vorbei, dann spielen wir noch ein Ründchen. Mhm. Okay. Es war ja nur ein Versuch wert. Ich glaube, ich brauche mal so eine Nachhilferunde im Gwent. Wäre nicht verkehrt. Hol den Sonderling raus. Glaubt
Der Sonderling schläft. Na und? Bin ich hier noch richtig? Also nee. Du jetzt gehen und ihn wecken. Ich hab mich verlaufen. Ich dachte, ich wäre ganz oben. Okay. Gut. Wir sind draußen. Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Puppe? Eine Stoffpuppe? Ich dachte, die Tochter ist erwachsen. Oder zumindest in einem Alter, in dem es keiner sie nicht mehr mit Puppen spielt. Dings wieder. Naja. Hätte ja sein können. Hallo, Herr Baron. So steht mein Pferdchen noch draußen. Ja, Rüstungsaufwertung. Ah, nee, das ist gar nicht mein Pferd. Scheiße. Ich wollte mich gerade auf den Acker geholt setzen. Plötze? Okay, hier dran funktioniert das wohl nicht. Da! Da steht unser Pferdchen. Es sucht hilflos nach uns. So. Also einmal nach Oxford. Einmal nach Oxford, bitte. Würde ja kein Problem darstellen. Kann ich mich da schon... Warte mal. Können wir uns den Weg verkürzen, indem wir da hin... Nein, können wir nicht. Hätte ja sein können, dass hier vorne irgendwo ein Wegweiser ist, aber leider müssen wir tatsächlich dahin reiten. Aber wir können den ganzen Weg ein bisschen abkürzen, indem wir nach... Dann machen wir es so. Von hier geht es. Das macht mehr Sinn. Das hier, glaube ich. Machen wir das da. Dann brauchen wir nicht den ganzen Weg reiten. Pferdchen. Okay. Wildhunde. Stufe 1. Geralt, könntest du bitte dein Schwert ziehen? So. Sehr schön. Hier hockt mein Pferdchen. Reite geschwind. Wie gesagt, Wind muss ich auf jeden Fall nochmal lernen. Ich glaube, ich setze mich da irgendwann mal in Ruhe hin und gucke mir an, wie das funktioniert. Kann ja nicht sein, dass ich einfach zu blöd bin, für das Spiel zu raffen. Ich fand das Würfelspiel im ersten Teil sowieso besser. Ich brauche eine Brücke. Oder einen Weg. Wir sind bald da. Ja, stimmt, hier waren wir vorhin. Hier wollte ich erst zu Fuß lang rennen. Ja, perfekt. Hier war vorhin der Händler. Beziehungsweise da ist er immer noch. Kann man in den Städten mit dem Pferd auch reiten? Ehre und Heimatland. Wir reiten einfach mal alle um. Komm schon. Ja, kein Durchgang. Halt! Du brauchst deinen Passierschein, wenn du rüber willst. Ja. Wir haben einen. Sowas hier?
Lass mich mal sehen. Passierschein A38. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön. Danke. Du kannst durch. Ja, wir dürfen endlich in eine größere Stadt. Du kannst passieren. Darf ich auch mit Pferd durch? Los, los. Einmal testen. Geht das? Ja. Geht das auch hier? Hey, ja. Pass mich bloß nicht an. Aber ich darf nicht galoppieren. Okay. Los, los. Darf ich nur im leichten Galopp rumreiten. Alter, sieht das geil aus. Im Vergleich zu den Vorgängern? Hier ist ein Friseur. Glaube, den werden wir auch bald. Langsam. Wir suchen den jetzt schon mal auf. Wenn wir sind hier gerade. Mit dieser Visage kriegst du nichts zusammen. Du musst ein bisschen aussehen. Achchen? Ich würde mich gerne einmal umstylen lassen. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut. Bring mein Äußeres in Ordnung. Ich hätte gerne eine neue Frisur. Rasiert bis auf einen Pferdeschwanz. Oben kurz, hinten Pferdeschwanz. Epischer Rebellenschnitt. Ich glaube, das hier. Das möchte ich. Und gleich sehen wir aus wie so ein Gartenzwerg. Oh Gott, nein. Nein, okay, doch nicht. Das ist der Rebellenschnitt. Ich habe Angst. Jetzt einmal komplett kahl rasiert. Nur so ein Stummelschwänzchen hinten. Ja gut, das geht. Das geht. Glatt rasiert, buschiger Spitzbart. Schnur und Uhr. Wird einmal glatt rasiert, ja. Das sieht aber auch kacke aus. Nein, wir lassen es erstmal so. Ich kann es dann ja immer noch ändern. Irgendwie sieht er jetzt 1000 Jahre älter aus. Oh, scheiße. Naja. Haben wir Geralt ein bisschen verunstaltet. Passt ja. Kann ja mal vorkommen. Lang lebe Radovid. Ja, Radovid ist ganz okay. Ist auch nicht mein Freund, aber... schon besser. Mag ich zumindest mehr als die Nilfgaarder. Bitte einmal hier hin. So ist gut. Und bitte einmal absteigen. Und wo müssen wir rein? Hier? Wie richtig? Ich suche Tamara, zum Glück Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, echt? Tut dass er das? Sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte oder kurz. Nur, wenn ich ihn umändere. Ich hol sie sofort. Ich meine, es gibt ja, glaube ich, Spiele, wo dann die Haare tatsächlich nachwachsen. Ah, oh, Katze. Wetten, die focht mich wieder an? Tatsächlich, ja, echt? Hey. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja. Um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns. Oder faucht die Katze sagen. Natürlich. Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann?
Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Sag niemals nie. Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt. Und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Tja. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Nett? Wirklich nett? Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das Ganze mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Natürlich ja nicht weit gebracht, außer sie vielleicht. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Doch, Freunde. Ja, wenn Frauen das sagen. Sie werden mir helfen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört. Och nö! Durch einen Priester konnte ich nicht das ewige Feuer wieder. Kontakt zu den redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Ein Hexer? Sie an. Und den hätte ich immer so gar nicht. Ich hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Mhm. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde naja, ich habe sie ja gefunden. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Hm. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Ja. Ah. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst... Dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer.
Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Ja, was würde es auch bringen, sie zu zwingen? Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt geht. Hätten wir sie zwingen können? Bist du ein Hexer? Bist du ein Hexer? Ja, bin ich. Okay. Gut, hier haben wir wieder eine Anschlagstafel. Hey, Plötze, dich lasse ich da nochmal ganz kurz stehen. Wenn ich dann nämlich doch noch einmal hier reingucken möchte. Ja, da würde ich gerne eine Antwort haben. Weil ich glaube, es könnte eine ganze Weile dauern, bis ich es irgendwann nochmal spiele. Würde mich echt interessieren, deswegen. Ah, okay. Ich hab's echt befürchtet. Aber wäre cool gewesen. Wäre cool gewesen, wenn man sich das hätte aussuchen können, ob man sie tatsächlich zurückdrängt oder nicht. Gut. Achtung, Trolle. Es wurde ein Troll östlich von Oxenfurt gesichtet und gehört am linken Ufer des Pontas. Besagter Troll soll redanische Marschlieder singen. Vermutlich handelt es sich hierbei um ein nilfgaardisches Ablenkungsmanöver. Es wird empfohlen, dieses Gebiet zu meiden, bis sich die entsprechende Abteilung der Streitkräfte seiner Majestät des Problems angenommen hat. Sollte es jedoch zu einem Zusammentreffen mit dem Troll kommen, wird empfohlen, sich regungslos zu verhalten, möglichst dicht über den Boden zu kauern und den Kopf mit den Armen zu schützen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bestie dann nicht angreift, da sie das Opfer möglicherweise mit einem Stein verwechselt. Ja, aber wie willst du da an dem Viech vorbeikommen? Kriechen oder was? Auftrag. Monster in Ochsenfurt. Auf Befehl unseres höchst edelmütigen Herrschers König Radovid ist jeder fahrende Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich der Jagd auf das hier erwähnte Monster zu widmen. Die fragliche Bestie hat die Wiege des menschlichen Intellekts besudelt. Die Stadt, auf deren Territorium sich die älteste aller Akademien befindet. Ochsenfurt. Wer seinen schändlichen Treiben ein Ende macht, wird mit der vollen Großzügigkeit des Königs belohnt. Natürlich würde das. Auftrag. Bestie im Wald von Ochsenfurt. Wer Arbeit sucht und keine Furcht kennt, der lese diese Nachricht, denn sie wird für ihn von Interesse sein. Hans von Sidaris, Glücksritter und Veteran zahlreicher Kriege, gibt hiermit Folgendes bekannt. Aus Sorge um die ansässige Bauernschaft, die schrecklich unter dem Angriff eines Monsters leidet, welches offenbar im Wald bei Ochsenfurt haust, habe ich beschlossen, demjenigen eine Börse voller Novigrader Kronen zu geben, der die Bestie erschlägt. Wer aber ohne Trophäe zu mir kommt, der soll kein Gold erhalten, sondern ein Tritt, der ihn seinen Lebtag nicht mehr schmerzfrei wieder sitzen lassen. Er wird sitzen lassen. Eieiei. Oh, Monster im Wald. Oh Gott, wie viele Monster haben sie denn in ihren Wäldern? Folgendes sei zu wissen und kundgetan. In den Wäldern um Novigrad treibt ein Monster sein Unwesen, das unseren Kriegsanstrengungen erheblich schadet. Wer es findet und tötet, tut nicht nur seine patriotische Pflicht und bringt uns den unvermeidlichen Sieg der geeinten Streitkräfte des Nordens unter unserem tapferen König Radovid einen Schritt näher, sondern soll auch eine ansehnliche Belohnung erhalten, die den Mühen angemessen ist. Gemeinsam für den Sieg. Anmerkung. Die Belohnung wurde noch nicht eingefordert. Anmerkung. Achtung. Wenn das Monster nicht bei Ende des laufenden Monats tot ist, werden die Steuern für die gesamte Region um ein Fünftel erhöht. Sind die denn irre? Achtung. Schwindler treibt sein Unwesen. Achtung, Landsleute. Falls nicht auf die Phrasen und falschen Prophezeiungen eines sogenannten Wahrsagers in Bekelheim herein. Der Mann nennt sich selbst Wissender, ist aber im Weissagen der Zukunft genauso gut wie ein zahnloses Dorfweib, denn er ist nur darauf aus, den Leichtgläubigen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Lasst euch von ihm nicht über den Tisch ziehen, das wird ihn nur ermutigen. Oh ja, Gwind. Ja, komm. Nehmen wir trotzdem mal mit. Dann gucken wir mal. Das waren die Hauptquests, das sind die Nebenquests. Wir hätten jetzt so langsam mal... Komm, wir kümmern uns mal hier um so einen Hexerauftrag.
wird ja mal Zeit, dass wir da so ein bisschen aufräumen. Da hinten, hm? Okay. Ich sag dir, ich hab einen Arm. Der war so groß. Hexenjäger, okay. Dick wie mein Arm. Was ein Troll. Das sieht aber auch echt alles schön aus. Da kriegt man fast bloß Silber in so einem Ort zu leben. Wobei. Das ist ja wirklich vergleichbar mit dem Mittelalter. Nein. Dann doch lieber nicht. Dann doch lieber nicht. Wobei es echt eine schöne Stadt ist. Kann ich nicht anders sagen. Pass doch auf, pass doch auf. Boah, Alter, haben die hier alle eine Laune? Hier kommt zum Aushalten. Darf ich dir die Fresse polieren? Bitte? Du kannst passieren. Mhm. Warum muss das Exil nur unser Schicksal sein? Habt ihr einen Passierschein? Komm schon. Wir brauchen keinen Passierschein. Wir sind aus Novigrad. Die Male mit dem Passierschein. Oh! Ich muss unbedingt wieder meditieren. Wir haben keine Tränke. Da habe ich noch welche, die hier... Ah ne, das sind Öle. Waldkauz. Mhm. Ne, ich muss... Sollte vielleicht mal wieder meditieren. Dann reicht ja. Jetzt. Kann man irgendwann eigentlich auch mehr Tränke tragen? Lang lebe. Also mehr als nur diese drei Schwalben und drei Donner und so. Oder muss man tatsächlich immer mit diesen drei Stück da auskommen? Pass auf! Hallo, ihr kleinen Necker. So speichern. Ach, ja. Ein paar Sekunden zu spät. Auf Speichern gedrückt. Ja, ihr solltet jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Wie gespeichert. Achso, das... Nee, doch, das ist ein offizieller Weg. Okay. War gerade nur ein bisschen verwirrt. Wenn der jetzt extra hochspringen musste. Ah ne, Bomben haben wir jetzt leider gerade nicht. Oder habe ich Bomben, um ein Nest zu zerstören? Nee. Ist, glaube ich, nicht dafür geeignet. Ich hätte noch Salpeter kaufen sollen. Wir brauchen Salpeter. Ich weiß wohl nicht, wo man das genau kaufen kann. Nebeling. Ein starker Nebeling. Hier muss ich nicht lang. Das wollte ich auch nicht. Und noch ein Nebeling.
Geralt. So. Wie schmeckt dir das, Silver? Und noch mehr. Oh. Hier gibt's jetzt zig Nebelinge. Ich möchte jetzt nicht durch ein so kleines Monster hier sterben. An einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich habe noch ein paar zu verkaufen. Ja gut, rein theoretisch brauchen wir ja keinen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Ja gut, brauchen wir ja nicht mehr, ne? Haben wir ja bereits. Nein, danke. Hey, halt mal! Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Was für Arbeit? In der Nähe. Ach, das, was du beschrieben hattest? Mein Schwager sein Geschäft. Ich verstehe. Mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Ja gut, hat's ja jetzt erledigt, aber den Auftrag muss ich ja trotzdem machen. Mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Okay. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Aber jetzt müssen wir erstmal mit dem Kommandanten reden. Abgeschnittene Finger. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Erinnert ihr euch an das Leben? Kann man wieder die einfachen Leute verhungern? Was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch. Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Mhm. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Ja, oh. Nee, es sind so viele Passierscheine, brauche ich noch wieder nicht. Mal sehen, was ich tun kann. Auf dem Schauplatz des Angriffes. Achso. Kann ich einmal nochmal meditieren? Ihr und eure Geduldsfäden. Mutant. Rau. Dieser Gestank hier.
Aua, aua, aua. Geralt treffen. Junge, du sollst kämpfen und dir nicht in die Hose machen. Was willst du denn? Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus. Mhm. Hab ich recht? Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Abgemacht. Mhm. Und dann proben wir wieder Nester zerstören. Oder? Na gut, wir machen erstmal den anderen Kram. Okay, das hätte ich jetzt gleich machen müssen. Okay. Warte mal. Hm. Ja. Auf der Suche nach der ja, das will ich natürlich jetzt nicht verkacken. Deswegen machen wir das halt einmal. Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck an dem Ciri. Wobei ich jetzt auch nicht mehr so lange machen werde. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Ich werde jetzt noch ein, zwei Aufträge machen. Und dann so langsam Richtung Bett gehen. Hallo, cool. Und wie ich brauche dafür jetzt gleich Bomben. Ich habe natürlich nicht drin. Was gibt's? Was hatten wir eben? Was brauchst du? Ich will. Abgemacht. Imquest, das hier ist es, ne? Töte uns nicht! Warte, hä? Ich dachte, ich hätte das. Jetzt. Da sind noch mehr. Hallo, meine lieben Brüder. Nein. Da hinten sind wieder welche. Ich weiß nicht, ob ich das hier alles so richtig mache. Geralt!
Nur auf die Augen ziehen bringt auch nichts. Und wann ist das Ganze vorbei? Das ist eine kleine Liebesfrage. Gerät. Nein! Nein! Lass dich doch nicht immer schlagen. Yeah. Dein braver Ghoul. Bist du hässlich. Mach dich besser, Geralt. Zielt auf seine Augen. Das ist hier stundenlang so weiter. Jetzt muss ich mal ändern. Oh, Geralt! Unser zweiter Tod! Ah, Respekt, wir sind noch nicht so oft gestorben. Ich stelle mir jetzt nur die Frage, wann ist diese Quest vorbei? Lad schneller. Kann ich die Quest nicht auch einfach später erstmal machen? Dann laufe ich einfach hier erstmal kurz groß Bogen rum. Machen wir sie später. Ich würde mich nämlich eigentlich erstmal gern um die Aufträge kümmern, die wir hier haben. Statt um das da hinten. Ich meine, das können wir immer wieder machen. Das müsste ein Auftrag, wurde ich heute erledigen. Ja, mit euch reden wir da auch nochmal. So. Wir müssten ja gleich da sein. Ja. Vorne. Oh. Alkohle. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gekämpft. Nee. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Bitte. Hier haben Nekrophagen gefressen. Ja, das hatten wir schon. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Sind hier noch irgendwelche Spuren? Ja. Sieht nach Klauenspuren aus, aber hier ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Okay. Dann einmal hier lang. Ich und Spuren verfolgen. Das speichere ich einmal kurz. Ja, Ertrunkener. Hm, ich sollte mich ein wenig umsehen. Erstmal jetzt Blumenkinder töten.
Alter. Verdammt. Hallo. Warum machst du das nicht, Geralt? Ja, jetzt. Ja, Quinn wird somit zu meinem Lieblingszeichen. Aber auch nur dank Witcher 2. Da habe ich es sehr oft gebraucht. So, hier gehen die Spuren wieder lang. Huch. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Na. Was willst du hier? Rede. Elfen. Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Es ist wichtig. Ich traue dir nicht. Das dachte ich mir schon, als ich deinen Bogen auf mich gerichtet sah. Du hast mich doch im Blick. Und ich neige nicht zu Dummheiten. Da kann ich dich beruhigen. Ich bin beruhigt, wenn du mir deine Waffen gibst. Los, deine Schwerter. Quinn und Art, fallen, ja. Dann bring ich dich zu Vor allem Quinn. Art gar nicht mal so. Also ist auch cool, aber vor allem Quinn. In Witcher 2, was habe ich da oft benutzt? Igni auf jeden Fall. Und ja, Quinn. Gut, geh voran. Hier bisher. Ja, eigentlich das Gleiche. Na gut, und Jürgen habe ich hier öfters mal verwendet schon. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert. Adgern? Seltsam. Wir haben hier gar keine Monster. Ihr vielleicht nicht, aber die Redanier sind überzeugt, dass etwas in diesem Ja, bei Art bin ich mir immer so unsicher, ob das überhaupt zu töten. Wirklich was bringt. Dann irren Sie sich eben. Wäre nicht das erste Mal. Was man bestimmt tut, aber wahrscheinlich habe ich es einfach nur... Das ist kein Spiel. Es sind Menschen Ich habe es halt einfach nicht gern benutzt. Gestorben. Ich nicht Soldaten von dem cool. Von Radovid, der die Enseide vom Großen Meer bis zu den Blauen Bergen terrorisiert. Soldaten, die Massaker anrichten, unsere Brüder foltern, unsere Schwestern vergewaltigen. Um die weine ich nicht. Und wir werden diese Transporte weiter angreifen. Wir müssen essen, wie du. Es ist also deine Entscheidung. Geh jetzt und vergiss, was du gesehen hast. Oder stirb. Macht, was ihr wollt. Ich mische mich nicht ein. Gebt ihm seine Sachen und werft was von den Transporten rein. Weise Entscheidungen soll man belohnen. War fail. Okay. Also, einmal zurück, Marsch. Plötze? Ah, Plötze. Also, drücke mal auf die falsche Taste. Dann reiten wir jetzt noch einmal zurück. Hallo, Wildhunde. Willst du dieses auch spielen? Ja. Hab ich zumindest vor. Du hast doch keinen Fuß aus dem Dorf geschüttet. Die Mädels aus Speller gebracht. Es wartet dann noch ein ganzes Stück Arbeit auf mich.
Ich glaube, die DLCs beinhalten ja, glaube ich, auch nochmal so 30 Stunden. Ballofam, danke für dein Follow. Vielen lieben Dank. Ja, aber ich habe schon so, vor allem von Blood and Wine, habe ich ja so viel schon gehört. Halt. Also das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Vor allem, wenn ich schon einmal dabei bin, hier alles zu spielen, dann darf das nicht fehlen. Finde ich. Langsam. Ja, steig einmal ab. Schrecklich, diese Erzierscheine für Neue. Der König hat sie festgelegt, nicht ich. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Ja, ich rate dir auch so vieles. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie dran gekriegt? Da ist keine Bestie im Wald. Nur Scoia'tael. Scoia'tael, sagst du? Ich dachte, mit diesem Abschaum hätten wir aufgeräumt. Hast du sie aufgeschlitzt? Elfen sind keine Monster, also nein. Aber ich würde auch nicht um sie weinen. Okay. Natürlich. Schön, aber auch lang. Nur ja. Ein toter Anderling ist ein guter Anderling, wie mein Vater sagt. Kann ich mir auch sagen lassen. Belohnung ist nicht drin, weil du den Auftrag nicht ausgeführt hast. Aber hier ist der Passierschein, den ich dir versprochen habe. Weil du die richtigen Autoritäten informiert hast. Wir machen kurzen Prozess mit ihnen. Naja, mach dir mal. Passt schon. Okay. Ja, die lasse ich erstmal noch kurz. Etc. etc. Ja, genau. Also das war der Typ nochmal. Das reicht. Ich will nichts mehr. Ja, wie spät ist es? Ja, ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich am Morgen nochmal weitermachen. Also nachher. Statt jetzt. Ist ja auch echt gut. Also von Heart and Stone habe ich jetzt gar nicht so viel gehört. Muss ich ehrlich sagen. Also ich besitze es natürlich. Hatte ich mir jetzt für 10 Euro. Also das komplette Spiel mit DLCs hatte ich mir jetzt für 10 Euro nochmal geholt. Ja. Einfach weil ich dachte, juhu, das passt. Und ja. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall nachher weiter. Speichere ich hier nochmal. So, kann einmal das Spiel verlassen.